Herzlich willkommen hier am Stand von Homedica Pi auf der diesjährigen Leiden Building 2018 in Frankfurt. Wir präsentieren euch hier unsere Highlights im Bereich Smart Home. Ganz neu hier auf der Leiden Building präsentieren wir unser drahtgebundenes System Homedica IP Wired. Wired, was ist Wired? Wired besteht aus einem DIN Rail Access Point, das Produkt, das wir hier sehen. Dieses Produkt stellt die Verbindung zu unserer Cloud her. Er wird angebunden ans Ethernet und kommuniziert damit dann zu unserer Cloud. Wir brauchen nicht den Funk-Access Point, sondern können direkt dieses Produkt anbinden und in unsere App einbinden. Das Produkt besteht dann aus Eingangs- und Ausgangsmodulen. Hier im unteren Bereich sehen wir ein DRI 32, gibt es auch als DRI 16, bedeutet 16 oder 32 Eingangsmodule. Eingänge können sein Taster, Schalter oder Kontakte. Was sind Kontakte? Kontakte kennen wir aus dem Bereich Fenster, wo wir zum Beispiel eine Ringleitung durch unser Haus gezogen haben und wissen wollen, in der App sind die Kontakte geöffnet oder geschlossen. Hier oben sehen wir dann den Ausgangsteil. Der Ausgangsteil ist halt der Lastteil, der Teil, der an 230 Volt angeschlossen wird. Da haben wir auch einige Module für euch. Und zwar gibt es den DRD3. DRD3 ist ein Dreifach-Dimmer, kann drei Dimmkreise dimmen. Der DRS8 oder auch DRS4, den wir hier im Schaltschrank nicht verbaut haben. Der Unterschied hierbei sind einmal vier Ausgangskanäle mit je 16 Ampere oder acht Ausgangskanäle mit wahlweise 2x16 Ampere und 6x8 Ampere oder zu beschalten mit 8x10 Ampere, um eine Gesamtlast von 80 Ampere vom Modul nicht zu überschreiten. Spannend an diesen Modulen ist, wir können volle 400 Volt beschalten, also auch zwei Phasen oder drei Phasen parallel am Modul angebunden. Last but not least haben wir natürlich noch die BL wie Blind mit eingebunden. Blind ist auch etwas Neues. Das Neue daran ist eben, dass wir nicht nur Rollladen steuern können, sondern auch Jalousien. Alle unsere Module haben eine Key-Visual-Taste, eine Channel-Taste und eine Select-Taste. In der Mitte haben wir ein großes Display, auf dem wir unterschiedliche Dinge darstellen können. Auf dem Display können wir die Spannung des Busses sehen. Wir benötigen für den Betrieb des Busses eine Spannung von 24 Volt, die durch ein Netzteil bereitgestellt werden. Außerdem können wir auf dem Display uns die Innentemperatur des Moduls anzeigen lassen und Schaltung der einzelnen Kanäle durchführen. Warum die Schaltung? Wir wollen, das haben es so ausgeführt, dass man gleich auf der Baustelle prüfen kann, ohne eine Verbindung zur Cloud, ob die Schaltkanäle richtig angeschlossen werden und der Monteur eine Vorabprüfung durchführen kann. Dafür kann er mit der Channel-Taste den entsprechenden Kanal auswählen und mit der Select-Taste die Schaltung durchführen und das Modul schaltet durch. Die Busverdrahtung kann hierbei als Ring, Loop oder als Stichverdrahtung durchgeführt werden. Warum empfehlen wir zum Beispiel den Loop? Wird der Bus unterbrochen, stellt der Loop sicher, dass wir den Bus einmal von links und von rechts versorgen, sodass das Modul immer auf eine Art versorgt wird. Um die Busverkabelung besonders einfach zu gestalten, haben wir uns entschieden, kleine Steckbrücken beizulegen, die man dann einfach in das Modul implementieren kann. Das Modul hat einen Eingang und einen Ausgang, um den Loop halt durchzuführen. Ein weiteres Highlight auf der Messe hier ist die CCU3, die wir euch präsentieren. CCU3 mit einem 10-fach stärkeren Prozessor, um somit noch mehr Geschwindigkeit bei der Programmierung der Homedica-Oberfläche zu haben und auch unsere weiteren Kanäle des Wired-Systems noch besser verwalten zu können. Mit in der CCU3 außerdem dabei das Plugin Homedica für IO Creator Neo. Dieses Plugin war bereits in der CCU2 mit implementiert, hierbei aber beschränkt auf 20 Geräte. In der CCU3 jetzt die Vollversion des Plugins dabei, um eigene Oberflächen zu kreieren. Wir haben hier mal von der Firma Mediola eine schöne Oberfläche vorbereitet bekommen, um zu zeigen, was man alles kann. Wir können hier den Rollladen aufrufen und diesen dann steuern. Wir können Heizungen steuern und wir können uns individuell eigene Apps kreieren.